Freunde des fröhlichen Jodelns, wir sprechen über die Top 4 neuen Features in Assassin's Creed Valhalla. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard und ich hoffe, ihr habt den besten Tag aller Zeiten. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren, Und heute, das ist kein Info- oder News-Video, sondern tatsächlich ein Meinungsvideo. Und darum geht es heute um die Meinung von der Community und die Meinung von mir. Also keine neuen Infos, erwartet das bitte nicht. Ich habe eine Umfrage im Livestream auf Twitch gemacht. Könnt ihr mir übrigens sehr gerne folgen, wenn ihr mir noch nicht auf Twitch folgt. Wir machen ja gerade den Assassin's Creed Marathon. Das ist das Format, in dem wir Assassin's Creed 1 bis Assassin's Creed Odyssey durchspielen. Und dann kommt hoffentlich nahtlos Assassin's Creed Valhalla. Die Frage der Fragen ist, was sind die liebsten neuen Features in Assassin's Creed Valhalla. Diese Umfrage haben wir gemacht und den letzten Platz hat mit 2% kein Grinding mehr eingenommen. Das ist natürlich nicht so ein toller Platz, deswegen wollte ich darüber eigentlich auch gar nicht groß sprechen. Wir müssen ja nicht mehr grinden in Assassin's Creed Valhalla, das wissen viele von euch schon. Es wird tatsächlich wegfallen. Ashraf Ismail hat es eher so beschrieben, dass wir tatsächlich einfach neue Möglichkeiten uns erarbeiten können durch Fortschritt, durch mehr Spielzeit in dem Game. Nicht aber, dass wir einfach quantitativ stärker werden, also höhere Schadenszahlen, das ist nicht das Ziel. Fangen wir aber an mit dem wirklichen und verdienten vierten Platz. Das neue Feature, die Belagerungen, ist hier mit 9% vertreten. Das heißt, 9% sagen, die Belagerung, das ist das geilste Feature, das liebste neue Feature in AC Valhalla. Wir haben es im Trailer gesehen, wir werden einen Rambock haben, diesen vielleicht auch irgendwie anleiten können. Wie das genau ausgestaltet ist, das ist noch komplett unklar wie ein Weichzeichner. Aber an der Stelle kann man schon mal sagen, es wird Belagerungen geben im Rahmen der Story. Zu den anderen Dingen, die jetzt folgen in Top 3, ist nämlich viel mehr klar und da kann man viel intensiver drüber sprechen. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass nur 9% gesagt haben, das feiere ich mega, denn tatsächlich wissen wir noch gar nicht so viel darüber. Viel wissen wir aber über das neue Waffensystem, über die Character Customization. Hier abgekürzt über Charakter A. Charakteranpassung sollte das heißen. Die Leute im Stream bei der Umfrage, die da teilgenommen haben, die wussten das. Ja, das neue Waffensystem, das ist gar nicht so neu, aber schon, wir können ja jetzt jede Waffe benutzen, die wir wollen. Wir können zwei Schilde benutzen, wir können zwei Handschwerter benutzen. Das ist uns überlassen. Ziemlich coole Sache meiner Meinung nach. Feiere ich auf jeden Fall. Das ist hier Platz Nummer 3 mit 10% relativ verdient. Es ist nicht das Neue. Es ist nicht super krass, aber es ist nett, dass wir das haben. Ich meine, zwei Schilde, das wird eher sinnlos sein. Aber zwei Äxte oder die Kombination von zwei Handschwert und Dolch oder so, das finde ich super spannend. Und ich bin gespannt, ob es sich sinnvoll spielt oder ob es sich einfach nur komplett falsch anfühlt. Da bin ich noch offen für. Aber tatsächlich ist Platz Nummer 2 hier das Wichtige und das Spannende. Die versteckte Klinge hält ja wieder Einzug in Assassin's Creed Valhalla. In Assassin's Creed Origins hatten wir sie noch. In Assassin's Creed Odyssey, da hatten wir sie nicht. Und zwar nur im DLC einmal kurz gesehen. Das war's, versteckte Klinge in Odyssey. War sehr schade. Viele waren traurig, sauer. Und deswegen ist es hier auch in Anführungsstrichen das neue Feature. Die versteckte Klinge ist wieder da. Das feiern 26%. Und man sollte meinen, bei einem AC, da sei das relativ selbstverständlich, dass es dieses Tool gibt. Deswegen glaube ich auch, dass dieses Tool oder diese Abstimmung hier eigentlich nochmal anders ausgefallen wäre, wenn man gesagt hätte, dass die versteckte Klinge nicht wieder da wäre, wenn man nicht dafür abgestimmt hätte. Ich glaube, dann wären tatsächlich die meisten dafür gewesen. Also ein sehr, sehr heiß gefragtes Tool. Sehr, sehr geniale Sache. Was heißt genial? Eigentlich erfüllt es unsere Erwartungen, seien wir mal ehrlich. Aber das mit Abstand am meisten gehypte neue Feature mit 54%, was hier eine ganz klare, absolute Mehrheit ist, ist das Housing / das Camp. Wir wissen schon einiges über die Siedlung in Assassin's Creed Valhalla. Nicht nur von Aussagen der Entwickler, nein, auch aus den Vorbesteller-Boni. Es wird richtig ausgeprägt sein, dieses Housing-System. Wir wissen schon einiges über das Zusammenleben der Wikinger. So wird es die Wikinger-Rap-Battles geben, bei denen wir uns gegenseitig beleidigen können. Und zwar rhythmisch, aber natürlich auch dann eben mit Worten, wie bei Rap am Mittwoch. Das wird auf jeden Fall so sein. Ich bin gespannt, ob Battleboy Basti da eine gute Runde hinlegt. Weiterhin werden wir ja noch andere coole Features haben im Zusammenleben. Wir werden viele Charaktere kennenlernen, die wir in unsere Siedlung holen können, aber auch auf unser Drachenboot. Drachenboot mit maximal 8 Besatzungsmitgliedern, die anpassbar sind. Also ein sehr, sehr tiefgreifendes Feature. Das Housing, das anpassbare Camp, das wird auf jeden Fall
komplett groundbreaking. So wie es beschrieben wird, auf jeden Fall. Es wird verschiedene Gebäude innerhalb dieser Siedlung geben. Wir sind ja der Clan-Leader, der Anführer dieses Dorfs, dieser Gemeinschaft, und wir können dann eben entscheiden, was passiert. Es wird Tattoos geben, die wir im Tattoo-Studio örtlich dann machen können, die Kriegsbemalungen, aber auch echte Tattoos. Es wird Schreine geben, es wird verschiedene Möglichkeiten von weiteren Gebäuden geben. Da wird es natürlich so eine Halle geben, die man bauen kann. Da wird es kleine Wohnhäuser geben für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und in diesen Wohnhäusern, da wohnen dann wirklich einzigartige Charaktere. Darauf kann man sich gefasst machen. Es wird einzigartige Charaktere geben, was einen mega freuen wird. Das wird einfach nur ein nices Feature. Ich freue mich unglaublich. Und ich muss auch sagen, ich stimme dazu. Housing ist eines meiner liebsten Feature gewesen in Assassin's Creed 2. In den anderen Teilen war das ja, es war kein richtiges Housing, aber schon auf eine gewisse Art und Weise. Und es war sehr belohnt. Und auch hier in diesem Teil wird es belohnt sein, wenn man Zeit in seine Siedlung investiert. Es wird immer so gehen, Eivors Interessen versus Interessen der Siedlung. Interessen der Siedlung bringen eventuell Eivors Ziele wieder weiter nach hinten und Eivors Ziele bringen die Interessen der Siedlung weiter nach hinten. Es soll rau, bitter und ehrlich sein. Also vielleicht verhungern sogar irgendwelche Leute, die wir lieb gewonnen haben, wenn wir uns nicht um die kümmern oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich relativ viel Impact haben könnte. Dieses System, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Es wird einen festen Ort geben, an dem unsere Siedlung ist. Wir können sie dann ausbauen und verbessern. Wir können da Zeit investieren und für diese Nebencharaktere, die wir da kennenlernen, Quests erledigen. Diese Quests sollen von gewisser Bedeutung sein. Auch da freue ich mich tatsächlich drauf, dass wir da eine spannende Aufgaben erleben, gemeinsam mit den Big Babo. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was denn euer liebstes Feature in Assassin's Creed Valhalla ist, euer liebstes neues Feature in Anführungsstrichen, was wir in den Vorteilen, in den direkten Vorteilen, und damit meine ich vor allem Origins und Odyssey, nicht hatten. Und warum unterscheide ich das in diese Teile? Nun, ist ja ganz klar, weil ab Origins so ein richtiger Schnitt kam und Assassin's Creed einfach einen Change, eine Veränderung durchgemacht hat. Deswegen ab da erst wirklich relevant. Ich bin gespannt, liebe Leutinnen und Menschen, was ihr so sagt, und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder, wenn es heißt Rambazamba in Entenhausen, Norwegen, in England oder sonst wo. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal, wie gesagt, vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann könnt ihr an solchen Umfragen auch euch beteiligen. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne hier nochmal die Glocke aktivieren, da würde ich mich sehr freuen. Ciao, Leute. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren.